Hallihallo, liebe Leute. Heute gibt's mal wieder ein Video von mir und zwar von meiner neuen Errungenschaft, der M40 M43. Das ist mein erstes Spiel mit der großen Kanone. Und es tut mir leid, dass in letzter Zeit ziemlich wenig an Videos kam. Allerdings bin ich im Urlaub gewesen und dann krank wiedergekommen. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen krank und hoffe, dass ich daran denke, mein ganzes Husten, was vielleicht drin sein wird, rauszuschneiden. Deswegen gibt's auch jetzt nur ein Video und kleines, kurzes, schnittiges. Das ist ja das erste Video mit der, Quatsch, das ist die erste Runde wirklich mit der großen Kanone, nicht das erste Video. Und hier sieht man mal, wie genau, wenn man ein bisschen Glück hat, wie genau die amerikanischen Artis sein können. Und vor allem, wie viel Schaden diese Kanone hat. Die hat einen Durchschlag mit HE-Kugel, ich glaube, von 101 ungefähr. Und ich könnte hier sogar AP-Munition reinladen, da seht ihr gerade unten, die hat drei Munitionsarten. Dann hätte ich, glaube ich, um die 230 Durchschlag oder so, aber halt keinen Splash-Schaden mehr. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und lade lieber die HE-Munition, damit ich noch splashen kann, wenn ich nicht genau treffe. Weil ganz so genau sind halt doch nicht, dummerweise. Und, also wie gesagt, das ist meine erste Runde und ich hole mir hier, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, direkt mal die Gore-Medaille wieder mal. Da habt ihr ja schon mal ein Video von mir auf meinem Kanal. Von der Arti, die zwei Stufen vorher war, der M44. Und ich versuche hier mal einzuzielen, allerdings, soweit ich mich erinnere, fahren die mir alle weg oder sind weggeschossen. So, bei 80 HP schieße ich dann nämlich nicht mehr drauf. Ach so, und nicht wundern, ich habe irgendwie mit meinem Mod-Paket und mit meinem letzten Update von World of Tanks sind mir irgendwie die Explosionen abhanden gekommen. Das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber nicht, dass ihr euch wundert, warum das so komisch aussieht, wenn hier irgendjemand explodiert. Also, das liegt daran, dass einfach nur noch sozusagen der Status des Panzers von intakt auf kaputt umgeschalten wird. Ja. Jetzt passiert erstmal eine ganze Weile nichts, wie es scheint. Ich spule mal ein bisschen vor. Da kommt die IS-8. Und so jemand habe ich lieb. Langsam, groß und viele HP. Das ist mein Lieblingsziel als Arti. Ich jetzt aber nicht mehr geschossen, ne? Und sind schon 2 Minuten rum. So, da war mehr oder weniger ein Blindschuss und habe ihn genau getroffen. Leider werden unsere Leute gerade gerusht hier auf dem Berg. Und da wird der IS-8 für mich reporten, unser Leopard die Gegner die reporten. Das ist schon ziemlich lustig. Also Artis sind ja hart gehasst. Nehmen den Flame nicht so ernst, das ist einfach unglaublich. Da habe ich nämlich der IS-8 schon fast 1000 Schaden gemacht mit dem Treffer. Deswegen nicht so lustig für sie, glaube ich. Das ist ja gleich wieder nachgeladen und kann sie töten. Wenn die da so nochmal, wenn die nochmal vorkommt. Und das sah jetzt so aus. Ja, den könnten jetzt ich habe schon mal mich umentschieden, ziehe ich auf den ein. Weil der ein Leben hat und der auf mehr auf unsere Leute schießt. Das ist die IS-8 nämlich tot durch den Waffenträger. Und da mache ich nochmal 900 Schaden. Das ist ziemlich normal, so diese Schadensmenge ungefähr. Also ich mache mit der AT, wenn ich treffe, also wenn ich wirklich direkt treffe, zwischen 700, wenn es halt wirklich hart gepanzert ist, so wie in 100 oder sowas, und halt diese 900, die ihr gerade gesehen habt, bis 1000 Schaden. Wenn ich durchkomme, sind es allerdings 1800. Das ist dann schon ein bisschen stärker. Und die sehen eigentlich ziemlich lecker aus. Das Problem ist, wenn die ein bisschen stehen bleiben oder mich sehen könnten, dann könnten die mich wegmachen. Oder dann könnten die mich aufdecken und ich könnte sterben dabei. Oh, da passiert wieder nicht mehr viel. Ein bisschen vorspulen, 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 da. Das Objekt sieht, wenn ich das halt direkt treffe, mache ich wahrscheinlich 1800 Schaden. Wenn ich direkt treffe. Problem ist, dass es jetzt wegfährt. Also, ihr seht schon, ich bewege mich in Möglichkeit, wie lange. Aber ein Waffenträger auf Panzer 4, der hat null Armor. Wenn ich den treffe, ist er sofort tot. Das sind 1600 Schaden einmal so bam rausgehauen. Mit einem Schuss. Und darauf habe ich halt schon ziemlich Lust. Und der bleibt so schön stehen. Und da habe ich einmal abgedrückt. Vermute halt, er bleibt stehen. Und tot. Leider nicht ganz, nicht früh genug, sonst hätte unser Jagdtiger überlebt.
Also das bedeutet schon mal 1800 ungefähr plus 1600 sind schon bei über 3000 Schaden, ne? Und das ist auf jeden Fall die untere Flanke von denen ist platt. Die obere Flanke muss halt noch durchdrücken bei uns. Die Totholz wäre ja ziemlich günstig, wenn die irgendwie aufdeckt. Nochmal, wenn die sich hier bewegen, alle. Ich mal nochmal umgeschalten. Oh fuck. Fahrt, meine Freunde, fahrt. Da oben ist ja noch ein Objekt, da könnte ich auf jeden Fall auch hinschießen. Aber es geht ja nicht auf, deswegen. Und da ist der Jagdpanther. Und jetzt müssen wir sehen, ich kann hier gerade so über den Berg drüber schießen und hab's genau getroffen, ihm oben an die Seite geschossen und 800 Schaden. Hat er richtig Spaß dabei. Der T-54 ist leider ein Panzer, der ultra schnell ist. Und die FV hat irgendwie keine Lust, sich umzudrehen. Und der T-54 macht halt sein Magazin leer und macht deswegen dort einfach mal alle weg. Ich hatte noch den doppelten Speed drin, Entschuldigung, das war so doppelt so schnell, als es eigentlich passiert ist. So, Jagdtiger ist weg. Problem ist, dass das Objekt irgendwo dahin fährt. Dann habe ich mal geschossen, falls es da irgendwie im Busch stehen bleibt, aber. Nope. Sieht nicht so aus. Und dann halt 40 Sekunden nachladen, so ungefähr. Der Waffenträger auf Panzer 4 hat, glaube ich, auch nicht mehr so viel Leben, das ist ein bisschen schwierig. Aber irgendwie haben wir uns gesplasht zumindest. Einer von uns auf jeden Fall. Und aus irgendeinem Grund hat hier der Reload-Timer gerade neu angefangen. Das ist, glaube ich, ein Bug im Replay. Weil der geht auch viel zu schnell. Ich müsste hier gleich nachgeladen haben, jeden Moment. So, das Objekt ist weg. Jetzt hätte ich gerne mal den Jagdtiger nochmal aufgedeckt. Und habe ihn, glaube ich, sogar blind getroffen. Ne, genau, die Arti vor mir hat noch getroffen. Wahrscheinlich die M53. Und ich habe gerade dahinter gesplasht. Hab wahrscheinlich noch Splash-Schaden gemacht, aber nicht getötet. Hätte ich genau getroffen, wäre tot gewesen. Düb. Und da ist er tot vom Waffenträger. So, unser Waffenträger wahrscheinlich nachladen. Und jetzt gibt es noch den T-54 E1. Problem ist, wenn ich mich richtig erinnere, kommt er zu mir gefahren. Was nicht ganz so cool war. Der WT fährt da hoch. Und da ist er nämlich nicht mehr. Und eine Arti gibt es auch nicht mehr. Das Dach habe ich aber erst später realisiert, also deswegen ziehe ich da hin. Und da ist er halt nicht. So. Sollen sie bitte cappen, habe ich ihn geschrieben. Weil es ist totaler Quatsch, ihn jetzt zu jagen. Hier habe ich mich dann in die Richtung gedreht, weil ich mir halt schon dachte, dass er von dort kommt. Problem ist, dass der Pershing halt ewig weit vorfährt. Und ich glaube, ich war dann so dumm und ungeduldig und habe mich umgedreht. Ja, genau. In dem Moment, wo er aufploppt, drehe ich mich um. Und habe damit keinen Schaden mehr gemacht. Ich meine, getötet hätte ich ihn wahrscheinlich eh nicht. Aber ich bin halt noch gestorben für den Quatsch. Das ist halt, was ich ziemlich scheiße fand. Hätten die beide gecappt, wäre es schon längst durch gewesen. Ich meine, er hätte auch irgendwann wegfahren können, aber das wäre wahrscheinlich nicht mehr schnell genug gewesen. Nicht mal ansatzweise. So, wir wechseln ein bisschen durch, mal zu gucken, wer wohin fährt. Die ist sogar relativ schnell, die fährt 40 km/h, nice. Obwohl die so riesig ist. Da freue ich mich ja schon drauf. So, und jetzt campen sie halt doch, das ist der Quatsch daran. Jetzt sind wir doch trotzdem gecappt. Und die Arti ist einfach nur weggefahren, um zu überleben. Totaler Quatsch, warum wir sollten die von Anfang an cappen können, da irgendwie noch auf Jagd zu gehen. Ist nicht schlau. Ja, ich habe insgesamt dann, glaube ich, 4100 Schaden gemacht. Ich werde jetzt noch ein Bild einblenden, das sehe ich eigentlich gerade selber nicht. Und habe halt die Gurmedaille bekommen, weil ich 400 HP habe. Was ich dann schon ziemlich anständig finde. Allerdings bloß Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse.
Das liegt aber daran, dass es halt nur ein 9er-Gefecht war. Ich habe ein 10er-Gefecht dann noch mitgespielt und da habe ich ein Überlegenheitsabzeichen erster Klasse gemacht, obwohl ich nur, ich glaube, 3.500 Schaden gemacht habe. Also ist schon ganz in Ordnung. Hänge immer noch mal an meinem Arty-Auftrag, zwei Ziele mit einer Granate zu treffen, was irgendwie nicht so klappt, wie ich gerne hätte. Schade. So, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Bis bald. Und ich habe nicht mal gehustet.